Ja, ich freue mich, hier stehen zu dürfen und euch das Wort Gottes bringen zu dürfen, was mich auch sehr bewegt hat. Ein wirtschaftlicher Aufschwung bringt die Gefahr mit sich, einen geistlichen Niedergang zu bewirken. In den letzten Jahren, Jahrzehnten, da ging es der deutschen Wirtschaft immer sehr gut eigentlich, aber dass die Gottlosigkeit und das offensichtliche Verdrehen von Gottes Ordnungen an der Tagesordnung stehen, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Bei manchen großen Gemeinden ist dies der Fall. Sie wachsen und wachsen, aber nicht im geistlichen Sinne, sondern im wirtschaftlichen, also im weltlichen Sinne. Das Ziel ist es, immer mehr und mehr Menschen anzusprechen, und dabei wird das Wort Gottes vernachlässigt. Vernachlässigt, um niemanden auf den Schlips zu treten, dass sich alle wohlfühlen. Der Christ ist Kunde. Zu der Zeit, als Jesaja die Worte seines Buches verfasste, da wuchs Juda zu einem wirtschaftlich und militärisch starken Staat auf. Die Anzeichen deuteten alle auf ein starkes Juda hin, ein ruhmreiches Juda, aber nur im wirtschaftlichen Sinne. Geistlich ging es genauso stark bergab, wie es wirtschaftlich bergauf ging. Wir können das in dem Buch der Chroniken nachlesen, auch in dem Buch der Könige, dass fast alle Könige, fast alle Fürsten Gott nicht nachfolgten. Und einer steht da ganz besonders heraus, der König Ahas, vielleicht kennt ihr den, der hat Gottes Wege öffentlich verworfen und hat sogar seinen Sohn geopfert als Götzendienst. Und genau in diese Zeit hinein, da schreibt Jesaja sein Buch, unter anderem das Kapitel 40. Ich möchte jetzt gemeinsam mit euch Jesaja Kapitel 40, die Verse 12 bis 31 lesen. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie gerne auf. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, die Verse 12 bis 31. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen, und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen, und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde.
Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Was mir beim Lesen dieser Verse aufgefallen ist, sind diese thematisch gegliederten Verse. Es wird Gottes unfassbare Größe angesprochen, es wird die menschliche Größe angesprochen, aber auch die nichtigen Verhaltensweisen, die wir Menschen haben. Und es wird Gott als ein naher und liebender Gott beschrieben. So habe ich auch die Predigt gegliedert. Gott ist groß, was ist deine Reaktion? Gott ist mächtig und was ist deine Antwort? Gott ist groß und mächtig und trotzdem nahe. Ich habe die Überschrift Gott ist groß genommen, weil eigentlich ist das Wort groß ja nicht wirklich ausreichend, um Gott zu beschreiben. Wie hier in Jesaja 40 beschrieben wird, da ist es vielleicht besser, ein anderes Wort zu nehmen. Riesig, unfassbar oder am besten sogar unbeschreiblich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die wahre Größe Gottes, wie viel Macht er hat und was er alles kann, das kann nicht mit menschlichen Worten beschrieben werden. Was Jesaja hier in den Versen tut oder schreibt, das sind lediglich Versuche, dies zu tun. Versuche, Gott zu beschreiben, um es für uns verständlicher zu machen. Und in Vers 12 zum Beispiel, den habe ich immer sehr schnell überlesen, der ist ja eigentlich bekannt, aber habe nicht lange über den Inhalt nachgedacht. Was genau beschreibt Jesaja da eigentlich? Was vergleicht er hier überhaupt? Und deswegen versuche ich jetzt gemeinsam mit euch, diese Verse ein bisschen besser zu verstehen, um etwas besser die Größe Gottes zu verstehen. Der erste Teil heißt, er hat, Vers 12, wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Das Internet sagt, das schlaue Internet, es gibt ca. 1332 Milliarden Kubikkilometer Wasser auf der Erde. Das ist so das geschätzte Gesamtvolumen der Erde. Und was schätzt ihr, wie viel kann so eine menschliche Hand halten? Sagen wir so, wenn nichts tropft, vielleicht 100 Milliliter, hoch, wenn es hochkommt. Also um das gleiche Maß messen zu können, wie Gott, wie in diesen Versen beschrieben, dann müsste unsere Hand circa, aufgepasst, 13 Quadrillionen mal so groß sein. Und es sind Millionen mal Millionen mal Millionen mal Millionen mal 13, sind 13 mit 24 Nullen angehängt. Was kann man dazu sagen? Gott ist unbeschreiblich groß. Der zweite Punkt, er hat die Himmel mit seiner Spanne abgemessen. Die Spanne, das ist hier vom kleinen Finger bis zum Daumen. Und hier ist sicherlich der sichtbare Himmel gemeint, an dem die Sterne und die Planeten zu sehen sind. Habt ihr schon mal nachts, wenn es draußen klar ist, den Himmel angeschaut? Wie war das? Also ich habe es schon mal gemacht, schon öfters. Das ist doch irgendwie so unbeschreiblich, unfassbar. Irgendwie so viele Sterne und so weit weg, aber doch so nah und so viele. Da ist man einfach irgendwie überwältigt. Und da kann ich mit meiner Spanne nicht viel abmessen. Gott kann es. Meine Messung würde heißen, nicht erfassbar. Da kann ich nur sagen, Gott ist unbeschreiblich groß. Gott hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst. Ein Maß, wie es hier beschrieben wird, das ist ein alttestamentliches Messeinheit. Das entspricht ca. 13 Liter, also sagen wir so unsere Eimergröße, wenn ich das mal zum Vergleich nehmen kann. Also unsere Eimergröße. Aber in Gottes Eimer, da passt der ganze Staub der Erde. Und mit Staub ist hier nicht diese nervigen Partikel gemeint, die in unserer Wohnung rumschwirren, sondern wirklich, das Wort selber bedeutet wirklich Staub, also auch Erde, die Bodenerde. Um jetzt hier einen Vergleich zu finden, habe ich mal
die eine Schätzung von Deutschlands Erde genommen. Wenn wir nur die Erde nehmen, die in Deutschland ist, dann ist Gottes Eimer circa 100 Billionen Mal so groß wie unsere. Unvorstellbar, oder? Es ist nur Deutschland. So wird Gott beschrieben. Da kann ich nur eins sagen, Gott ist unbeschreiblich groß. Er hat die Berge mit der Waage und die Hügel mit Waagschalen gemessen. Der nächste Vergleich. Was kann ich mit einer Waage messen? Was kann ein Mensch mit einer Waage messen? Ja, man muss es auch hochheben können. Also ich sage mal, wenn man stark ist, 100 Kilo kann man auf die Waage heben. Und jetzt nimm das 6,5-Billionenfache. Dann hast du das Gewicht nicht von den Bergen, sondern nur von einem, und zwar dem von Mount Everest. Auch wieder eine Schätzung, der wiegt ca. 650 Billionen Kilo. Kannst du dir das vorstellen? Also den Berg kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber dann noch alle Berge der Welt. Gott ist unbeschreiblich groß. Also selbst die Größenordnung, mit der Jesaja uns hier Gottes Größe versucht zu beschreiben, selbst die ist unvorstellbar. Aber nicht mal diese Zahlen, nicht mal diese Bildervergleiche, die sind angemessen, um Gottes Größe tatsächlich zu beschreiben. Es ist, wie gesagt, ein Versuch, unserem Hirn das ein bisschen näher zu bringen. Unserem Hirn, das so beschränkt ist. Und das Ziel ist es, Gottes Größe im Vergleich zu unserer darzustellen. Gott ist unfassbar, unbeschreiblich groß. Nebenbei bemerkt, dieser große Gott, das ist unser Gott. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jesaja beschreibt Gott eben durch diese Fragen. Die sind natürlich aber alle rhetorisch. Ich hoffe, ihr wisst das. Die Antwort ist offensichtlich. Niemand kann das machen. Niemand kann es so machen wie Gott. Niemand ist so groß wie Gott. Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Und mit rhetorischen Fragen geht es auch weiter im Text. Kapitel Verse 13 bis 14 möchte ich nochmal lesen. Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Es gibt keinen Menschen, keine Intelligenz, die den Geist Gottes überhaupt verstehen könnte. Wie und was er denkt, da kommt auch niemand nur ansatzweise hin. Und ich meine, es ist ja auch verständlich, wenn wir nicht mal seine Größe verstehen können, nicht richtig fassen können, wie können wir dann seinen Geist, seinen Verstand verstehen? Gott fragt uns nicht nach unserem Rat, den braucht er ganz sicherlich nicht. Und niemand kann ihm sagen, was Recht oder was Unrecht ist. Und diese Aussage, die verfestigt Jesaja auch, indem er jetzt in den weiteren Versen die Nationen hinzunimmt in den Vergleich. Wir lesen Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Also hier werden die Völker jetzt, die Nationen, in die Vergleiche von oben mit reingenommen. Vom Vers 12. Die Länder, die Völker, die Deutschen, die Amerikaner, die Chinesen etc. könnt ihr alle Völker einsetzen. Sind wie ein kleines Tröpfchen, wie ein Stäubchen hier. So. Und die sind vor Gott nichts, wie Vers 17 verdeutlicht. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm. Die Völker sind so klein und so unbedeutend vor Gott. Und wenn ein Volk sich brüstet und sagt, oh, wir sind die Größten, wir sind unverwüstlich, niemand kann uns was anhaben. Anscheinend haben das schon einige gemacht in der Vergangenheit. Das ist wie wenn eine Ameise zum Elefanten sagen würde, hey, komm, ich nehme es mit dir auf, komm, lass uns kämpfen. Also total absurd. Und Gottes Größe wird in Vers 16 bestätigt, dass nichts, was auf der Erde ist, nichts, was wir bringen könnten, ausreicht, um Gott ein würdiges Opfer zu bringen. Nicht das Holz vom Libanon. Libanon ist ja bekannt oder war bekannt für seine große Holzmenge, seine gute Holzart. Alles Holz, was es im Libanon gibt, wenn man das alles auf einen Haufen schütten würde, anzünden würde, das Feuer wäre nicht groß genug, um
Gottes Größe wiederzuspiegeln. Wenn man alle wilden Tiere vom Libanon nimmt und alle schlachten würde und Gott opfern würde, das wäre nicht ausreichend, um Gott zu imponieren. Und hier soll eben der Gedanke gefestigt werden in dem Vers. Gott ist so unvorstellbar groß, nicht einmal in unseren kühnsten Vorstellungen könnten wir Gott von uns aus in seiner Größe gerecht werden. In Vers 18 kommt er zu einer Zusammenfassung, zu einer Abschlussfrage von den vorhergehenden Versen. Da steht, mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Ja, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Ich hoffe, ihr könnt alle diese Frage hundertprozentig mit niemand beantworten. Es gibt keinen Vergleich, es gibt kein Ebenbild. Oder vielleicht doch. Was ist die menschliche Reaktion? Vielleicht sagt der Mensch, ja, vielleicht, wenn das Abbild so schön aussieht, wenn es vergoldet ist, ja, dann vielleicht. Aber in Anbetracht, was wir jetzt gerade angeguckt haben über Gott, wie wir jetzt gerade Gott gesehen haben, ist es eigentlich total absurd, oder? Die Frage, mit wem wollt ihr Gott vergleichen, die ist rhetorisch. Es gibt nur eine Antwort und die ist total logisch. Aber dumm und sündig, wie wir Menschen sind seit dem Sündenfall, wagen wir es, darauf auch eine ernst gemeinte Antwort geben zu können. Vers 19 und 20, da steht das Götzenbild, Fragezeichen, also als Antwort von uns Menschen. Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen dran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wie dumm. Aber jetzt dürfen jetzt nicht hochmütige Gedanken in uns hochkommen, zu sagen, wie dumm kann man sein, sowas zu tun. Sich einen Götzen zu machen, hinzustellen und dann anzubeten. Ich habe bewusst gesagt vorhin, wie dumm und sündig wir sind. Damals haben sie sich Götzen gemacht. Jeder so wie er konnte, der Reiche ein mit Gold überzogenes Holzgötzen und der Arme einfach nur ein Holzgötzen. Denkt an Israel, das goldene Kalb, die haben es ja genauso gemacht. Die haben das Götzenbild als Retter von Israel dargestellt. Heute können die Götzen etwas anders aussehen. Aber die bringen alle das Gleiche zum Ausdruck vor Gott. Sie sagen, Gottes Größe beeindruckt mich nicht. Oder ich will Gottes Größe nicht wahrhaben. Ich will etwas Greifbares. Ich will nichts, was so unfassbar ist, so unbeschreiblich ist. Ich will einen Gott, der in meinen Denkrahmen hineinpasst. In unserer Zeit, bei Ungläubigen wie bei Gläubigen, da kann das zum Beispiel das Anhäufen von Gütern oder von Reichtum sein, mit der Erwartung, dass es uns glücklich macht. Das kann für den einen ein Haus sein, für den anderen die neueste Technik, das neueste Handy. Es können aber auch Hobbys sein, Erfüllung zu suchen in Dingen, die ich für mich tue, anstatt Dinge zu suchen, die Gott betreffen. Oder Macht und Ansehen am Arbeitsplatz, Macht und Ansehen in der Gemeinde. Und wenn diese Dinge vorrangig sind in meinem Leben, vor Gott, dann drücke ich damit aus, Gottes Größe, die beeindruckt mich wirklich nicht. Das würde mir nie so sagen. So groß ist er gar nicht. Er ist groß genug für eine greifbare Randfigur im Leben, so wie die gegossenen und geschnitzten Götzenbilder. Ihr kennt sicherlich die Verse aus Psalm 115, Vers 4 bis 8. Da beschreibt Gott eben die, oder David beschreibt die Götzen als total nichtig. Sie haben Augen, sie sehen nichts. Sie haben Ohren, sie hören nichts. Sie haben einen Mund, können aber nichts sprechen. Sie haben eine Hand oder Hände und können nichts tun. Sie sind tot, absolut tot. Keine Kraft ist in ihnen. Und diese stellst du über den allmächtigen Gott, über den unbeschreiblichen Gott. Wie ist es bei dir ganz persönlich? Hast du einen Götzen, eine Sache,
die Gott nicht mehr an erster Stelle sein lässt? Jesaja antwortet auf diesen Götzendienst in Vers 21. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er spricht zu Israel hier, aber im übertragenen Sinne auch zu uns. Ihr müsstet es doch wissen. Eure Eltern, eure Großeltern, die haben es euch doch erzählt. Die haben es doch erlebt, Gottes Größe. Ihr als Gemeinde, wir als Gemeinde, wir haben es doch auch erlebt. Ihr habt es doch schon euer ganzes Leben lang gepredigt gehört. Die Größe, die Macht Gottes. Wieso gebt ihr euch trotzdem mit nichtigen Götzen ab? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? In Psalm 19, Vers 2 bis 5, da sagt David zusammengefasst, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Gottes Schöpfung erzählt von ihm, die gibt Zeugnis von ihm, sie verkündet seine Herrlichkeit. Und seit der Gründung der Erde ruft die Schöpfung, Gott ist groß, Gott ist herrlich. Und immer noch kann ein Mensch heute, wenn er die Schöpfung anschaut, sehen, dass es einen Gott gibt, dass es einen großen Gott gibt. Was ist deine, was ist meine Reaktion auf die unbeschreibliche Größe Gottes? Stimmst du mit einem theoretischen Nicken zu, dass Gott groß ist? Ist es auch ein praktisches Nicken? Steht Gott wirklich an erster Stelle? Oder hast du Götzen, die den allmächtigen Gott zur Seite schieben? Gott ist groß. Was ist deine Reaktion? Nun geht Jesaja ein zweites Mal auf die Größe Gottes ein, aber geht nicht auf die mehr physikalische Größe, sondern versucht Gottes Macht deutlich zu machen. Gott ist mächtig. Vers 22 bis 24 spricht er davon, ich würde es gerne nochmal lesen. Er, also Gott ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. So unvorstellbar groß Gott im ersten Teil der Predigt oder der Verse beschrieben wurde, so unvorstellbar mächtig und kräftig wird er hier im zweiten Teil beschrieben. Die gelesenen Verse beschreiben, Gott thront erhaben über die ganze Welt. Nichts und niemand in der Welt kann ihm irgendetwas entgegenbringen. Die mächtigsten Menschen der Welt, hier mit Fürsten oder Königen beschrieben, sind wie nichts vor Gott. Kein, als Beispiel mal, Angela Merkel, kein Donald Trump, kein Kim Jong-un, keine anderen können Gott irgendwas entgegenbringen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance, wenn Gott sie anhaucht. Und ich denke, das Bild ist sehr aussagekräftig, was er hier benutzt. Haucht sie an und weg sind sie. Die Mächtigen der Welt sind nichts im Gegensatz zu unserem Gott. In Vers 25 stellt er Jesaja zum zweiten Mal die Frage: Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Und das ist wieder natürlich eine rhetorische Frage. Auf die gibt es nur eine Antwort. Aber doch geben wir manchmal eine andere Antwort. Einerseits können wir sagen, ja, niemand ist mit dir vergleichbar. Das ist theoretisch und auch theologisch vollkommen richtig. Aber wenn es darum geht, in unserem Alltag Gott als unvergleichbaren, als mächtigen Gott an der Seite zu haben,
dann ist es eine völlig andere Sache oftmals. Und wir werden noch sehen, was das bedeutet. Genau diese Frage, die beantworten wir Menschen ja manchmal, wie wir es in Vers 19, 20 gesehen haben, mit, ja, eigentlich nichts, aber vielleicht ein Götze, wenn es ein schöner Götze ist. Dann kommt er an Gottes Macht und Größe heran. Und in Vers 27, da wird wieder eine typisch menschliche Reaktion gezeigt. Davor kommt aber der Vers 26, ein sehr interessanter Punkt, den lese ich nochmal. Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Schaut doch mal in den Himmel. Schaut doch mal die Sterne an. Gott kennt sie. Er hat sie geschaffen. Er hat sie positioniert und er lenkt sie. Und er kennt ihre Anzahl genau. Er hat sogar jedem Einzelnen einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Astronomen schätzen, wieder so eine große Zahl, dass es in unserer Galaxie ca. 200 Milliarden Sterne gibt. Gott hat sie gezählt. Er kennt ihren Namen. Des Weiteren wird geschätzt, dass es etwa 350 Milliarden Galaxien gibt, die alle etwa so groß sind wie unsere oder größer. Also bei reiner Multiplikation bedeutet das wieder, ich zeige es jetzt nicht mehr die Zahl, aber das ist wieder so eine ähnliche Zahl wie beim Wasser. Eine 7 mit 22 Nullen. Und ich glaube, Gott mag diese großen Zahlen oder mag diese Vergleiche, die machen eine Sache deutlich. Gott ist so groß, Gott ist so riesig, Gott ist so unvorstellbar. Und dass er eine Zahl mit 22 Nullen an Sternen geschaffen hat, das ist unvorstellbar für uns. Und dass er sogar jeden einzelnen Stern mit Namen kennt und dafür sorgt, dass keiner fehlt. Das zeigt doch, wie wichtig ihm seine Schöpfung ist. Er ist nicht beschränkt auf das Erschaffen, wobei das schon was Riesiges, was unvorstellbar ist, an der einen Seite. Nein, er kümmert sich auch und er erhält seine Schöpfung. Und da scheint es doch völlig unlogisch zu sein, was wir Menschen als Antwort geben. Vers 27. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht... Das war schon zu weit. Vers 27. Wir sagen, ach, Gott sieht meine Wege nicht. Er kennt mein Unrecht nicht. Das bekommt er gar nicht mit. Naja, dann kümmere ich mich eben selbst darum. Hast du es nicht erkannt, hast du es nicht gehört, ruft uns Jesaja zu. Gott sieht und weiß alles. Ihm entgeht nichts. Jede noch so kleine Sache, die du tust, die du sprichst, die du denkst, darüber weiß Gott Bescheid. Er kennt jeden einzelnen der Sterne beim Namen. Und dich soll er nicht kennen? Er passt auf, dass kein Stern vergessen wird. Aber deine Situation, in der du dich gerade befindest, mit der du vielleicht zu kämpfen hast, davon soll er nichts mitbekommen? Vers 28 sagt, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Und hier zeigt Jesaja einen neuen Aspekt Gottes auf. Nicht nur, dass er Allmacht hat beim Erschaffen der Sterne, beim Erschaffen der Schöpfung, sondern er ist auch unermüdlich. Er wird nicht müde. Er schläft nicht. Er ermattet nicht. Ihm wird es nicht irgendwann mal zu viel, wie es bei uns so oft der Fall ist. Er hat keinen Stress, wenn auf einmal alle seine Kinder Probleme haben und zu ihm rufen. Und gleichzeitig er noch alle Machthaber der Welt lenken muss. Prediger 11, Vers 5 sagt,
wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Wie und was Gott wirkt, das ist viel zu hoch für uns Menschen. Unergründlich. Und warum? Ja, weil Gott selbst unergründlich ist. Er ist unbeschreiblich groß und mächtig. Wie können wir da sagen, ja, Gott sieht meine Wege nicht. Er sieht meine Situation nicht. Versteht ihr? Das passt gar nicht zusammen. Und ein paar Verse aus Römer 11 sollen dies verdeutlichen. Römer Kapitel 11, Vers 33 bis 36 möchte ich gerne lesen. Römer Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Verse hier und auch die aus Jesaja, die zeigen deutlich, was haben wir Menschen für eine Vorstellung von Gott? Ihm etwas vorzuschreiben, ihm zu sagen, was Recht und was Unrecht ist. Wie viele Menschen, wir vielleicht auch, denken, wie kann Gott so ungerecht sein, dass er so schreckliche Dinge zulässt, dass er ungerechte Dinge zulässt. Und indem wir so etwas sagen, da stecken wir Gott in unseren kleinen Verständnisrahmen. So und so muss Gott handeln, das muss er tun und das darf er nicht tun. Und wenn er anders handelt, wenn er das tut, was er nicht tun soll, dann kommt Unverständnis auf, Ärger oder Wut oder vielleicht sogar Zweifel. Ich erinnere zum Beispiel an eine junge Familie mit 4 Kindern, das jüngste ein Baby, der Vater hat einen neuen Job bekommen und die Mutter wird kurz nach der Geburt mit Krebs diagnostiziert und stirbt ein paar Wochen später. Das war eine gläubige, Gott hingegebene Familie. Wie kann Gott sowas zulassen? Und das bei seinen Kindern? Ja, er hat es zugelassen. Aber trotzdem, wie können wir so eine Frage stellen bei so einem Gott? Wie können wir meinen, zu wissen, was einem Menschen zumutbar ist und was richtig ist in bestimmten Situationen? Die Antwort laut Gottes Wort, das können wir nicht. Das können wir überhaupt nicht. Aber ist es nicht trotzdem bei uns oft so? Theoretisch würden wir den gelesenen Versen zustimmen. Aber praktisch hat es kaum Anwendung, weil wir nicht wirklich glauben, weil wir es nicht wirklich verinnerlicht haben. Was sollte denn die Auswirkung eines großen Gottes auf unser Leben sein? Wie kann es unser Leben beeinflussen? Zum Beispiel in der nächsten Situation, in der du dich von Menschen, von Gott alleine gelassen fühlst, wenn du Gottes Nähe nicht mehr spürst. Vers 26, heb zur Höhe deine Augen und sieh, wie unergründlich ist doch Gott. Staune vor deinem Gott. Schau dir, wenn möglich, tatsächlich auch mal die Sterne nachts an. Staune, wie Gott sie alle gemacht hat und sie alle persönlich kennt. Wieso sollte er deine Situation nicht kennen? Und wenn in deinem Leben Dinge passieren, die du nicht verstehst oder sogar als Unrecht dir gegenüber einordnen würdest, ich denke daran, du setzt dich zum Beispiel voll und ganz in der Gemeinde ein, in deinem Gemeindedienst. Du sorgst für deine Familie. In deinem Job gibst du 100%. Du weißt, Gott möchte das. Aber trotzdem trifft es dich von allen Seiten. Dein Auto geht kaputt. In der Gemeinde gibt es Streit. Deine Kinder gehen Wege, die du nicht gut heißt. Und deine Frau meint, dass es auch noch so viele Baustellen in der Ehe gibt. So viel auf einmal, das ist doch Unrecht. Wofür mühe ich mich überhaupt ab? Wie kannst du, Gott, so etwas zulassen? Dann hebe deine Augen auf zu Gott, wie es die Verse hier sagen, und erinnere dich,
Wie groß ist eigentlich unser Gott? Wie groß ist eigentlich mein Gott? Vergleiche deine Handgröße mit Gottes. Vergleiche deine Kraft mit Gottes Kraft. Wie unergründlich ist doch Gott? Wer könnte ihn beraten, weil er kompetent ist? Ich sicherlich nicht, obwohl ich es oft so meine. Bis jetzt haben wir also gehört, wie groß Gott wirklich ist, wie wir Gott in unserem menschlichen Verstand am besten verstehen können, im Vergleich zu Wasser, zum Staub der Erde, zum Himmel und zu den Bergen, im Vergleich zu uns Menschen, zu Königen, zu Herrschern, im Vergleich zu den Sternen. Aber auf der anderen Seite sind wir Menschen, die oft eine Haltung im Herzen haben, die so gar nicht einem großen Gott entsprechen. Ja, Gott ist mächtig. Was ist deine Antwort darauf? In den letzten drei Versen, da kommt ein unglaublich wichtiger Teil noch dazu. Ein unglaublich wichtiger Teil des Wesens, des Charakters Gottes. Ich lese sie nochmal. Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie ein Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Hier wird Gott also als ein Helfender, als ein Nahender, ein nahbarer Gott beschrieben. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht, aber zudem gibt er noch den Müden Kraft und den Ohnmächtigen Stärke. Jünglinge ermüden und junge Männer strauchen und stürzen. Junge Männer, das ist so ein Sinnbild für Kraft, für Lebenskraft, für Motivation, für Tatendrang, für Stärke. Weltlich gesehen kann ihnen ja niemand was anhaben. Wenn ein junger Mann sagt, das mache ich, das ziehe ich durch, wer soll ihn dann noch stoppen? Aber Gott sagt, auch die vermeintlich Stärksten unter euch, die werden ganz sicher müde werden und fallen. Die eigene Kraft, die hilft nur in bestimmten Situationen und dann auch nur für eine kurze Zeit, wenn überhaupt. Auf uns übertragen, wenn du jetzt denkst, wenn ich denke, wir können den Gemeindedienst aus eigener Kraft tun, Gott nur ab und zu in den Dienst mit hineinlassen, glaube nicht, dass du durchhältst, geschweige denn, dass du Gott dadurch die Ehre gibst. Wenn du denkst, dass du in deiner eigenen Kraft deine Familie führen kannst und leiten kannst, so wie Gott es möchte, weil du vielleicht ein gutes christliches Ehebuch gelesen hast, nichts dagegen, aber wenn du darauf deine Hoffnung setzt, dann täuschst du dich. Früher oder später wird auch das abebben, wird auch das aufhören. Dieser ganze Aktionismus, der aus deiner Motivation herauskommt. Du wirst irgendwann müde, lustlos, deprimiert, ausgelaugt. Aber was soll ich stattdessen tun? Wir wissen, Gott gibt den Müden und Schwachen Kraft. Und in Vers 31 zeigt er auf, wie. Da steht, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Was heißt hoffen? Was heißt ausharren, wie es auch andere Übersetzungen sagen? Heißt es, so lange zu warten und zu beten, bis Gott mich aus der Situation, aus der schwierigen Situation rausholt, bis er sie wegnimmt? Heißt es, die Füße stillzuhalten und auf Gottes Eingreifen zu warten, dass er die Situation wegnimmt? Ich glaube nicht. Niemals in seinem Wort verspricht Gott, dass er uns aus unseren schwierigen Situationen, aus unseren Lebenssituationen und unseren Umständen herausrettet. Er sagt aber die ganz bekannten Verse aus Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen worden sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und genau das passiert, wenn wir auf Gott hoffen. Wir werden dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gemacht.
Gott wird mir die Dinge zum Guten wirken. Und mir zum Guten, das bedeutet für mich gut. Aber nicht aus meiner Sicht, sondern aus Gottes Sicht. Und das bedeutet konkret, so zu werden wie sein Sohn, wie Jesus Christus. So zu denken, so zu sprechen, so zu handeln, wie Jesus es tat und tut. Und das kann bedeuten, dass Gottes Wege unverständlich sind für uns, unergründlich sind. Das sehen wir vielleicht erst direkt, nachdem Gott eingreift, vielleicht sehen wir es gar nicht. Vielleicht verstehen wir es ein Leben lang nicht, wieso Gott bestimmte Dinge zugelassen hat. Meistens wünschen wir uns, dass Gott mit zum Guten wirken, dass er damit meint, uns schnell aus der Situation herauszuholen. Ich stelle mir die Frage, ist es nicht viel besser, dass Gott ein anderes, höheres Ziel mit uns hat? Und wir können uns sicher sein, dass diese Verheißung, dass er Dinge für uns zum Guten wirkt, dass die sicher ist. Was heißt jetzt nun hoffen konkret? Was heißt, in Gott meine Hoffnung zu setzen? Wenn wir sagen, Herr, ich befehle dir diese Situation an. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich weiterkommen soll, aber ich übergebe dir diese Situation. Tu du, was du für richtig hältst. Die Situation, die mich belastet, die mir die Kraft raubt, die mich straucheln lässt, die mich hinfallen lässt, genau die soll ich vor Gott hinlegen und ihm überlassen. Und es ihm überlassen, wie er eingreift. Manchmal haben wir andere Lösungsansätze als Gott. Aber gerade dann sind wir herausgefordert, Gott zu vertrauen. Gerade dann, wenn wir Gott nicht verstehen. In Gott hoffen heißt, nicht auf sich selbst, nicht auf andere Menschen oder andere Dinge das Vertrauen zu setzen, sondern die Lösung zuerst vom Herrn zu ersuchen, zuerst zu ihm zu kommen. Bist du vielleicht zurzeit gerade in einer Situation, die dich tagtäglich zermürbt, ermatten lässt? Musst du eine Bürde tragen, die dich wirklich herunterzieht, die dir schwer auf dir lastet? Vers 31, dann hoffe auf den Herrn. Aber das soll nicht flapsig gesagt werden, soll auch nicht flapsig klingen. Und deshalb denke ich, ist der ganze Kontext von dem Kapitel so wichtig. Hoffe auf den Gott, der so groß ist, dass es nicht mal in meinen kleinen Kopf hineingehen kann. Das kann ich nicht mehr verstehen. Der so viel Kraft und Macht hat, dass er ganze Königreiche mit einem Pusten zerstört. Und dieser Gott sagt, ich will dir Kraft geben. Ich will dich wieder erstarken lassen. Ich will dir nahe sein. Dann wirst du auf einmal, wie es der Vers 31 sagt, deine schweren und trägen Flügel wieder aufheben können und fliegen können. Der Adler, das Bild, das hier verwendet wird, ist ein Sinnbild für Ruhe, für Gelassenheit. Gott möchte, dass du seelisch und geistig ruhig sein kannst, egal in welcher Situation du dich befindest. Gott kann auf jeden Fall die Schwierigkeiten wegnehmen. Natürlich kann er das. Macht er in manchen Situationen sicherlich auch. Aber das ist nicht immer sein erstes Ziel. Gottes Ziel kann es auch sein, dir wieder Kraft, Mut und Motivation in deine Situation zu schenken. Dann verändert er nicht deine Situation, auch wenn man sich das natürlich wünscht. Aber vielleicht erlebst du gerade in diesen Situationen Gottes Größe und Macht. Und es sind doch genau diese Erfahrungen, die uns Gott näher bringen, die uns prägen. Und sie helfen dir, Gott mehr zu erkennen und zu vertrauen. Diesen Wert, den erkennen wir aber oft erst, wenn wir zurückschauen. Und wenn wir im Problem stecken, dann wollen wir natürlich möglichst so schnell gelöst haben. Das will ich auch hier nicht verneinen, natürlich, das ist menschlich und auch verständlich. Aber es ist doch gut, darüber nachzudenken, warum sollte so ein großer Gott, warum sollte er eigentlich etwas mit mir zu tun haben? Das ist wie wenn ich mich jetzt für dieses Staubkörnchen, das es hier nicht gibt, die sind sehr sauber hier, das ist wie wenn ich mich dafür interessieren würde.
und sagen würde, mich darum kümmern würde, welchen Nutzen hätte ich davon? Gar keins. Welchen Nutzen hat Gott davon, uns kleinen Menschen etwas zu geben? Nichts. Unser großer Gott, der unterscheidet sich gewaltig von den Göttern, den Götzen der anderen Religionen. Sie sind fern, sie sind unnahbar, sie sind teilweise böse, sie müssen besänftigt werden. Abgesehen davon sind sie natürlich tot. Und das Unfassbare ist, dass der Gott der Bibel, unser Gott, dass er lebendig ist, er ist unser Vater, der ist anders. Er interessiert sich für uns. Er will uns helfen, er will uns nahe sein. Und das ist doch unglaublich. Mit solch einem Gott haben wir es zu tun. Mit solch einem Gott hast du es zu tun. Auf Gott zu vertrauen heißt aber auch nicht, nichts zu tun. Also ich darf Gott nicht nur meine Sorgen abgeben, sondern auch die ganze Situation. Entschuldigung, falsch formuliert. Ich darf ihm meine Sorgen abgeben. Ich lese einmal ab. Ich darf Gott nicht nur meine Sorgen abgeben, sondern auch die ganze Situation. Hoffe auf den Herrn, dann lehn dich zurück und entspanne. Steht es so in Vers 31? Nein, da steht, sie heben ihre Schwingen empor. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist ein Unterschied. Gott möchte, dass wir den Weg weitergehen. Weitergehen unter seiner Führung. Und wenn nicht ausdrücklich sagt, halt, dann halte nicht an. Was nützt es, wenn Gott uns Kraft gibt, die er uns hier verspricht, wir diese aber nicht einsetzen? Kennt ihr das Sprichwort, geh mit Gott, aber geh? Ja, ein leichtes Schmunzeln geht euch. Eigentlich ist es ja so ein eher flapsig gesagt oder negativ gemeint, heißt so viel wie, ja, mach, dass du wegkommst. Aber ich möchte es auf Basis von Vers 31 positiv umformulieren. Geh mit Gott. Geh unbedingt mit Gott. Lass ihn Herr über dein Leben werden. Gib ihm die Dinge ab, die dich müde werden lassen. Aber geh dann auch vorwärts. Gott hebt nicht deine Adlerschwingen hoch, damit du dich zurücklehnst ins Gras und dich ausruhst. Hast du hier schon mal einen Adler gesehen, der im Gras liegt? Ich habe schon mal einen gesehen, aber der war tot. Gott stärkt dich nicht, damit du dich zurücklehnen kannst. Sei ermutigt, gehe vorwärts mit dem Herrn, auch in schwierigen Situationen. Wir haben heute die Frage beantwortet bekommen, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gott ist groß, er ist unbeschreiblich groß. Er kann die Berge der Welt wiegen, die Wasser der Erde in seiner Hand halten. Niemand kann ihn beraten. Und diesen Gott, den kennst du, wenn du Christ bist. Gott ist aber auch mächtig. Niemand kann gegen ihn etwas ausrichten. Jeder Götze, an den ich mich hänge, der kann mich nur enttäuschen. Kann mich nur enttäuschen, weil er ohnmächtig ist gegen meinen allmächtigen Gott. Und Gott ist nahe. Gott will dir nahe sein, auch wenn Gott nichts davon hat. Gott liebt mich, er will dir helfen, er will dir wieder Kraft geben. Deshalb hoffe auf den Herrn und auf nichts anderes. Geh mit Gott, aber geh. Amen. Wir wollen jetzt, wie üblich, die nächsten Minuten dazu nutzen, über das Gehörte mit Gott zu sprechen, ganz leise, niemand soll laut beten. Und dann kommt Benjamin wieder vor.